Lieber Schütze, wir gucken hier in deine kollektive Botschaft mit gesprungenen Karten. Ich bin gespannt, was ich dir sagen darf. Ja, hier liegt die Sonne als Ausgangspunkt. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber ich sehe hier auch, dass irgendwas an deiner Energie nagt, dass sich vielleicht etwas so gestaltet hat, dass es dich Energie gekostet hat. Du hast hier viel Aufwand betrieben, dir selber treu zu bleiben oder aber eine Art Verletzung zu überwinden. Also auf deiner bewussten Ebene haben wir den Hund. Hier kann es sehr gut sein, dass du dir so über deine Kinder Gedanken machst, über Freundschaften, über Loyalität von anderen. Vielleicht wünschst du dir auch ein bisschen mehr Unterstützung. Und hier auf der unterbewussten Ebene haben wir für dich tatsächlich irgendwas, was dich verletzt hat, wo du einen Schnitt gemacht hast, etwas, was dir eine Art Wunde gebracht hat, gemacht hat. Das kann jetzt aus einer Situation kommen, die aus der Vergangenheit mit einer Vaterfigur, mit einem Ex-Partner zu tun hat, im Arbeitsbereich vielleicht auch mit einem Vorgesetzten. Oder aber, wenn wir die Eigenschaft der Karte nehmen, dann geht es hier um Vertrauensthemen, die eigene Größe leben. Für die nähere Zukunft sehe ich hier für dich viele Kontakte, viele Briefwechsel, viele Korrespondenzen. Vielleicht ja auch der Hinweis, tausch dich ein bisschen mit Freunden aus, Leuten, denen du vertraust. Von der eigenen Sicht her bist du dir total klar, im Klaren darüber, dass du etwas beendest, vielleicht auch einen größeren Zyklus, gleichzeitig etwas Neues beginnst. Vielleicht ist es auch so, dass es für dich sehr belastend und zäh ist, was dich gerade umgibt. Wird es sich hier bestätigen, wir haben so dieses Energielose in der Mitte oder das, was an der Kraft zehrt. So, was kommt aus dem Umfeld für den Schützen mit? Die Verbindlichkeit, vielleicht auch Verträge, über die du kommunizieren musst, wo du irgendetwas umstrukturierst. Vielleicht auch Kreisläufe, die du hier beenden kannst. Zähe Dinge, also sehr wiederkehrende zähe Dinge, die dich Kraft gekostet haben. Da wir jetzt aus dem Umfeld hier den Ring haben, ne, kann es schon auch sein, wir haben jetzt den Turm hier im Haus der Hoffnungen und Ängste, dass du dich alleingelassen fühlst mit irgendeinem Thema. Können ja auch Dinge mit Ämtern oder Behörden sein. Trennende Faktoren. Oder aber das Ganze sind so Ausläufer auch von Trennungen, ne, die hier bei dir liegen. Das kann ja auch so eine quere Situation sein zwischen Vorangehen und Rückzug, ne? Ja, das freut mich doch für dich, lieber Schütze, denn für die längere Zukunft sieht man hier die Früchte deiner Arbeit. Man sieht, dass du vor Anker gehst, man sieht, dass du gefestigt bist. Möglicherweise hat der ein oder andere hier eine Arbeitsfrage oder ein Thema mit dem Thema Beruf und hat hier vielleicht viel Energie in etwas gesteckt, um sich was aufzubauen, kann auch selbst ständige Arbeit bedeuten. Ja, und es sieht hier so aus, als würden sich hier auch neue Dinge auf den Weg machen, die dir im Berufsleben verbindlich dienen
Unten am Deck haben wir die Emotionen, die Zweifel, alles, was hier auch mit den Verletzungen für dich einhergeht. Aber du darfst ja damit rechnen, dass du für die längere Zukunft hier ein stabiles Fundament vorfinden wirst. Im Moment bist du noch so zwischen Anfang und Ende drin. Hast viel zu tun, viel zu kommunizieren. Okay, da tut sich eine neue Idee auf für dich. Das könnte hier sein, ne? Irgendetwas Verbindliches, das sich zeigt. Denke daran, es auch mit anderen zu teilen. Kann sowas sein wie Teamwork oder so, ne? Die Karte sagt auch, mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg. Es geht um eine Vereinfachung in deinem Leben, die gerade stattfindet in deinem Prozess. Möglicherweise machst du zu viel oder auch, hier haben wir ja die Energielosigkeit, ne? Da ist ja, die hast du ja irgendwohin investiert. Und es geht jetzt darum, das Leben ein bisschen zu vereinfachen. Negativität vermeiden, negative Menschen vermeiden, jemand, der dich aussaugt, anstatt dir Kraft zu geben. Und einfach positiv ausgerichtet zu sein, ist hier die Botschaft für dich. Ist hilfreich. Unten haben wir für dich, lieber Schütze, die finanzielle Heilung. Es geht also um Genesung, auch irgendwo in dem Thema versorgt sein, vom Leben getragen zu werden, die Arbeit deiner Früchte zu ernten, die Früchte deiner Arbeit zu ernten. Du hast die Krähe hier. Moment, ich brauche meine Brille. Ich habe Zugang zur anderen Welt und kündige dir Veränderungen an. Ich führe dich zur Spiritualität zurück und helfe dir, dein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Das ist sehr passend, ne? Denn wenn du hier energielos bist und das Vertrauen so hin und her schwankt und du weiterhin auch viel zu tun hast, kann das schon mal sein, dass man sich eben nicht stabil fühlt. Hier ist das Auszahlen deiner Bemühungen. Denke an dieses Vereinfache dein Leben. Nähre nicht so viele Zweifel. Also beim Anker geht es einfach auch darum, in eine Balance zu kommen, sich ausgeglichen zu fühlen, in einem bestimmten Flow auch zu sein, der wahrscheinlich bei dir zwischen Gedanken machen und Emotionen ständig einhergeht. Denk dran, in deinem eigenen Haus liegt der Prozess des Anfangs und Endes, also nichts geht ewig. Hier wird ein Kreislauf beendet, eine Verletzung verarbeitet und da geht es sehr viel um das Thema Vertrauen, sich nicht klein machen lassen. Ihr lieben Schützen, ich drücke euch bis bald.